Im... Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Alles klar. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lily überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Das sieht nicht unbedingt gesund aus, aber okay, belassen wir es dabei. Lily verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Okay. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ah. Alles klar, okay, wir haben ihn schon mal rausgelockt. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine Abhörkammer. Alter, ich glaube, das ist... Eine Abhörkammer. Oh mein Gott, was hat... Eine Abhörkammer. In einer Kirche zu suchen. Oh Mann, ey. Geil. Einfach geil. Ehrlich. Ach, dieses Spiel ist gut, ey. Mir ist es so schön. Es ist schön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hoch. Noch einmal. Wir haben ja eigentlich hier... Oh, hallo. Lily, schön dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht so sehr über Shawnee. Mm-mm. Er ist ein Idiot. Mm-hmm. Ich finde dich toll, genauso wie du bist. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Er ist lieb. Kann ich nochmal mit ihm reden? Du wirkst so angespannt. Ist irgendwas? Lily hätte gerne von ihren Sorgen erzählt, aber sie wollte Edna nicht verraten. Falls was ist, ich bin immer für dich da. Ich mache mir Sorgen um dich, weißt du? Oh, er ist so lieb. Das ist ein lieber Kerl. So, wir hätten hier einiges erstmal. Was ist das? Ja, auf jeden Fall ein alter Greis. Dem reden wir aber erst im nächsten Noch Stream. Noch eine Schatzkiste. Heute war der wahrscheinlich glücklichste Tag in Lillys Leben. Gleich nach dem Tag, an dem sie keinen Rhabarber essen musste, weil ihr ein Zahn abgebrochen war. Oh, sei froh. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Okay. Lily hatte sich eine Muskete zum letzten Nikolaus gewünscht. Stattdessen hatte sie Muskat bekommen, das vom Lebkuchen gefallen war. Hey! Lass dir das, ich kann einig, aber also... Oh, er hat was anderes gesagt. Ups. Meerschweinchenglas. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. So, jetzt haben wir hier noch Regalplätze, alles klar. Okay. Wir hätten jetzt ein Glas mit einem Meerschweinchen. Das kriegen wir wahrscheinlich aber nicht auf, denn wir haben nicht die Kraft dazu. Ich hab mein Geld sinnlos verschleudert. Danke. Bleib dran. Ah, ich hab die Nachricht nicht gelesen, Moment. Bleib dran am Stream und sei aktiver auf YouTube. Ich bin aktiv auf YouTube. Ach, ich merke jetzt gerade erst was... Ach, danke für dein Euro. Danke für dein Euro, Chris. Danke. Und danke für dein Follow auch noch. Das ist... Danke. Oh, meine erste Donation, ey. Cool. Ist ja ein cooles Gefühl. Oh mein Gott. Dankeschön. Und ja,
Ich gebe mir Mühe mit dem Stream. Ich bin jetzt seit knapp einem Monat oder länger jetzt dabei, relativ häufig zu streamen. Auf jeden Fall mehrmals die Woche. Und YouTube ist ja auch schon wieder seit längerem aktiv mehr dabei. Jetzt schlägt's aber Ding Dong! Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Danke fürs Aufmachen, Doris. Ich wusste die ganze Zeit, welcher Chris das ist. Nachdem du gesagt hast, dass du Gastronomie und so, wusste ich, warte, jetzt weiß ich, wer hier schreibt. Jetzt wusste ich. Alles fehlt. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Okay, ja, alles klar. Akzeptieren wir so. Dann ja, würde ich sagen, wir haben ein gutes Tiermodell für Birgit gefunden. Hier, Birgit! Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Klar. Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Alles klar. Warten ein paar Minuten, oder? Das ging schnell, what? Okay, nehmen wir es mit. Nehmen wir es mit. Dann würde ich sagen... T-Worlds? Was ist denn bitte T-Worlds oder T-Worlds? Was ist das für ein Spiel? Aber ich habe momentan 3 Projekte, glaube ich, die ich im Stream spiele und das reicht, glaube ich, erstmal. So, zur Kantine. Dip, 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 dip. Hinhang. Das endet nicht gut. Endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Nicht gut. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Nein. Na warte. Die kann aber was erleben. Gehen wir jetzt mit oder? Oh, Tee. Was? Ich kann das Tee nicht. Was? Ich kann die Tee nicht mitnehmen. Oh. Okay. Probier es einfach mal. Okay, mache ich. Nach dem Stream gucke ich mir das mal an. Oder im nächsten Stream, ich weiß noch nicht. Aber wir gehen jetzt mal wieder hoch zu Birgit und gucken, was die Oberin jetzt zu ihr sagt. Ob sie großen Anschiss kriegt oder nicht. Oh Gott, das endet nicht gut. Eieiei. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber keine Widerworte. Du bist schlecht. Werde dir wohl deiner ganzen Auszeichnung, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid, ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Eieiei. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Alles okay, Birgit? Ich glaube, ich sollte nicht mit dir reden. Wir snacken uns ja einfach mal alles. Und geh weg. Dreh doch mal mit ihr.
Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Alles klar. Sorry, Birgit. Was haben wir denn jetzt so? Wir haben ein Stachelschwein, ein Hirsch, ein Grizzlybär und eine Raufaserleinwand. Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Alles klar. Lilly liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Oh, warte. Ich hab eine Idee. Jetzt, wo er das gerade gesagt hat, kann das nur von der Oberin sein. Die liebe Stickerei. Das heißt, wir hatten ja im Büro der Oberin einen kleinen Nagel. Oder einen Haken, sag ich mal. Wo noch nichts gehangen hat. Und da könnten wir jetzt das Bild hier hinhängen. Oder? Yes, sir. Es hat funktioniert. Gut, und ich glaube, um weiterzukommen, so wirklich weiterzukommen, müssen wir mit dem alten weisen Greis reden. Allerdings würde ich jetzt... Obwohl, nein, gar nicht. Moment mal, wir brauchen noch einen Schraubenschlüssel, soweit ich weiß. Wo kriege ich den denn nochmal her? Ist der Clown schon da? Nee. Ich geh nochmal zum Brunnen. Erstmal. Okay, hier ist Shawnee. Aber gut, ich glaube, wir beenden jetzt hier erstmal den Stream. So. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Shawnee, ne? Haben wir mit Shawnee? Nein, wir haben noch nicht mit Shawnee geredet, ne? Ich glaube nicht. Das heißt, wir machen das einmal. Shawnee war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Nein. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Total schlimm. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Du. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Nee. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Oh mein Gott, das wäre aber echt gemein. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Na, was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Alles klar. Okay.
Ich will ja dein Feuerzeug haben. Können wir uns jetzt eigentlich die Konserven... Dosen mitnehmen? Hey Memphis. So ein Ofen nicht ein bisschen gefährlich? Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch... So, okay. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Vielleicht sollten wir ihn ein bisschen erwärmen. So wie? Huh? Ah, schnell, mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Okay. Aber pssst, sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du, er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Alles klar. Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Der Untergang ist nah. Verdammt bin ich. Verdammt bist du. Apokalypse now. Achso, okay. Alles klar? Okay. Ich muss mal eben was gucken hier. Haben wir... Ist die Musik ein bisschen lauter geworden als vorher? Habe ich das Gefühl. Ich mache die mal wieder ein bisschen leiser. Ja, so. Ich habe das Gefühl, die war lauter als vorher. Auch wenn es irgendwie nicht sein kann, weil... Ja. Es hat nicht umgestellt. Aber gut. Die Termiten sind weg. Also die von hier. Kann ich... Ja! Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Okay. Können wir noch... Nee, mit der Kompostsonne können wir da irgendwas machen? Glas mit Alkohol. Alkohol. Sprengzünder. Ja, ich glaube, wir können da so momentan nicht wirklich was machen. Aber gut, ich wollte ja in diesem Stream mit dem lieben alten Greis oben sprechen. Und das machen wir jetzt auch. Weil der frisst ziemlich viel Zeit. Beziehungsweise, ja. Der redet sehr viel. Sehr viel. So, wir brauchen noch Messer für Doris. Und der Ofen muss an sein, ne? Und das Rezept natürlich, klar. Aber okay. Wie sieht's... Na komm, reden wir erstmal mit dem Greis. Oder hatten wir hier noch irgendwas anderes? Nee, ne? Wir hatten nur... Hier die Muskete und die Pfadfindertruhe und sonst eigentlich nichts, außer den Greis noch. Nanu? Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann aus dem Geschichtsunterricht. Na, alles klar. Alter Greis. Oh, Besuch. Was für ein seltenes... Seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, ich habe in meinem Leben so einiges, einiges Tibet, rief ich.
Unter drei verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. What? Hier ein mystisches Schieberätsel zimmern, da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja, ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Die Zeit war einfach noch nicht reif für diese Art von Musik. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den Ja. Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out da rein.